in meiner Jugend ein oder zwei Nächte da in U-Haft. Hallo und wieder willkommen zu The Division mit dem Revano, der gleich einschläft. Hallöchen. Yeah. Und dem Onkel. Hallihallo. Aber Revano sein, yeah, das musste unbedingt wieder rein. Ne? Das musste, das ging jetzt nicht anders. Ich, so, wir gehen mal hier hinten raus. Guck mal, hier geht es mit dem Ausgang raus. Oh, von hinten raus, okay. Ja, so gehen wir nicht von hinten rein. Wie Revano, aber dann ist mal leiser jetzt. Ne? Ja, natürlich gerade auch mal leiser. Das? Könnten da lang? Oder ich schon eure Ohren. Oder war es da lang? Ja, ist müde. Alter, was ist das? Oder? Oh, nee, wir müssen doch da lang. Ich fühle mich gerade so wieder. Alter, jetzt willst du uns aber verarschen, ne? Hast du die Crazy-Gene reingezischt, oder was? Was sagt der, der vorhin selber nicht einen Eingang gefunden hat? Natürlich habe ich einen Eingang gefunden. Ja, ich bin durch die Tür gegangen. Aber ich war erst noch auf Erkundungstour, weil ich wollte wissen, was auf sich dahinter noch was verborgen hat. Broadway Warehouse steht da gerade. Zum Einsatz teleportieren, okay. Keine Ahnung, steht da bei mir. Steht bei euch was anderes? Ist ja jetzt komisch. Okay, gut, dann sind wir falsch gelaufen. Egal. Ich weiß nicht, wo du hin wolltest, aber... Ja, ich gebe es zu, ich habe ein bisschen... Ich war hier schon in dem Safehouse und bin irgendwie hinten rausgegangen, da kam so eine kleine Nebenmission irgendwie. Und ja, die wollte ich jetzt so eigentlich... Vielleicht war es ein anderes Safehouse. Nee, das war das Safehouse. Hallo, kann ich dir Wasser geben? Danke. Was kriege ich denn jetzt? Oh, ich krieg eine neue Jacke! Na, da muss ich doch mal gucken. Ach, ich hab wieder irgendwelchen Loot hier. Mittlerweile musst du schon 10.000 Jacken und alles haben. Ja, und das macht doch süchtig, die Jacken. Ich bin klamottensüchtig, das muss ich sagen, bei solchen Spielen immer. Und die muss ich mir auch immer angucken. Onkel geht gerne shoppen. Nö, ich sehe nur gar gut aus. Wieso nicht, ne? Was man hat, hat man. An Klamotten. Ihr seht man will so ja nicht immer aus. Gleich aussehen, ne? Du hast ja auch nicht jeden Tag dieselben Klamotten an, oder? Doch, klar. Na, ich war nur schön, da hat auch immer dieselben Unterhosen an. Und die gleichen über Jahre hinweg. Oh mein Gott. Ja, bis du sie mit der Spachtel abnehmen musst und dann kann man so. Ich hab sie weiß gekauft und mittlerweile habe ich schwarze Klamotten an. Oh, das ist ja noch ekelhafter als mein Ding. Okay, würde ich Ding sagen, nehmen wir gleich. Empfange JTF-Funksprüche. Nee, Quatsch. Sie haben uns im Visier. Bevor wir geballert. Ja, das ist JTF, die sind jetzt nur rumballern. Nee, Leute, ich hab immer jeden Tag was anderes an. Ja, die gibt's irgendwie doch aus der Teil. Die Waschmaschine ist immer voll. Voll Kacke? Die ist immer voll. Wie oft ziehst du dich täglich um? Alter. Na, täglich zieh ich mich jetzt auch nicht um. Also das ist ja wohl dämlich. Ja. Nee, aber also meine Unterhose schon, natürlich, aber Warnung. Feindkräfte nähern sich. Normale Klamotten, die behalte ich schon ein bisschen länger an. Ja, ein bis drei Tage, ne? Müssen wir hin? Ach, meine Schlumpi-Hose für Handy, die habe ich auch wochenlang an. Ja, ich glaube, wenn so eine Hose, das macht nichts. Meine Schlumperhose. Oh, die Schlumperhose. Ja, aber die Cleaners, ne, die sind jetzt schon ein bisschen anderes Kaliber hier. Naja. Ja. Und dann gibt's ja noch was anderes, ne? Ich weiß gar nicht. Wie heißen die? Cleaners, Riders gibt's und was gibt's noch? Echt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Die ersten, das waren doch die Riders, die wir als erstes hatten, ne? Die Riders. Aber hier kommen wir noch welche, oder? Oder war es das jetzt? Nee, die jetzt kommen die Rikers. Ah, okay. Und nicht die Writers, nicht die Schreiber. Ach, Rikers war das. Naja, Writers, ne? Schreiber. Nee, nicht mit W, mit R. Rider. Rider. Naja, Rider. Heißt Rider. Die Schreiblinge. Nee, das stellt sich hier. Jetzt stellt sich hier echt so ein NPC vor. Ja, das passiert. Das ist der, ich ärgere den Onkel NPC. Aber dein Geschütz macht Arbeit.
Gegner neutralisiert. War das nicht geil? Doch, doch. Mein Geschütz macht Arbeit. Warum macht er das Arbeit? Oh, wir haben für die Sicherheitsstation Punkte bekommen. Oh, ich bin nice. Stufe 10 erreicht. Yay. Yeah. Ich nicht. Yay. Yeah. Coole Sache. Okay, dann würde ich sagen, machen wir gleich mal hier auf der Karte gleich mal das nächste. Daisy stirbt, habt ihr das gehört, er wird oh, müde. Oh, guck mal, hier haben wir einen Nebeneinsatz. Michael Dufresne, Teil 1. Der Dr. Kadett, Dr. Kendall braucht sie, um einen ehemaligen Kollegen zu finden. Okay, machen wir das mal. Mhm. Achtung, jetzt kommt das Ding, ne? Das medizinische Personal hat nicht viele Mittel. Ah. Uns fehlen unglaublich viele einfache Dinge, wie zum Beispiel Schmerzmittel. Ich habe hier einen Plan B. Ich kannte einen Pfleger. Er hatte den Ruf, immer harten Stoff zu finden. Und mit finden meine ich... Ach, ist doch egal. Normalerweise möchte ich ihn nicht wieder treffen, aber er scheint eine gute Quelle zu sein und wir brauchen dringend Medikamente. Finden Sie ihn. Fangen Sie in seiner Wohnung an. Okay. Mein Gott, die sind aber auch überall. Ich geh mal in Deckung. Flieg, Vögelchen, flieg, Flügelchen. Ja, Vögelchen. Achtung. Flieg. Das ist so geil. Die Explosion ist geil, also von den Dingern geil. Am besten ist, wenn die schon tot sind und dann das Ding in die Luft fliegen, dann fliegen die immer sonst wohin. Ja, warte mal hier. Hier ist ein Dings. Ich wieder Klamotten, was krieg ich? Hier ist ein Agent. Ein Agent, es brennt. Da lang. Hier Richtung. Warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz... So lange hier, bis ihr das mal analysiert. Ich muss mal ganz kurz meine neue Hose anziehen. Das passt ja gerade. Warte mal auf Onkel. Sieht das wie eine Windel? Naja. Okay, wir müssen nach rechts. Ah, in das Haus rein. Ja, wir waren nur, danke, dass du mal wartest. Warte doch. Bereich durchsuchen. Ich hab ja eben noch gesagt, ey, warte. Warte. Ja, macht er aber nicht. Mach ich doch. Komm bitte zurück. Ich sag, wir warten bei ihm. Müssen. Ja, die Treppe hoch. Die Treppe hoch. Jetzt zeigt's ganz woanders hin. Alter. Halt, ne? Hier. Das ist das nächste Signal. Hier von 5. Hier nach links. Geh. Ah, hier. Ich hab's gefunden. Was ist? Hab's. Hier hinten in dem Raum drin. Ich will auch haben. Nimm mich raus. Ach, oh, scheiß aus. Level up. Thermohemd und eine Jacke. Ja, toll. So hätte ich gleich anziehen können, aber mir haben natürlich gleich wieder das Loot hier weggeklaut. Ich hab nur eingesammelt. Oh, ich sehe mich wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gut aussehe. Hier ist eine Kiste, mein lieben Freunde. Ich glaube, eine Jacke noch. Hier? Ah, hier. Nee, kann ich nicht. Bin voll. Oh, Alter. So, voll Alter, noch, ist aber noch irgendwo. Ich finde das so blöd, wenn das dann zu schwarz ist. Oh, ich habe rot. Ja, das ist so am meisten nur in Gebäuden, ne? Das ist echt... Kacke. Reflexvisier brauche ich nicht. Erweitert das Magazin. Wow. Das ist doch fein. Ein erweitertes Magazin. Ja, Level 9. 26% und 11% kritischen Schaden. Bäh. Halt, stopp. Hier geht's ins nächste Haus, das will ich noch nicht. Oh, was haben wir denn hier jetzt? So. Ein Echo. Ach, das ist ja. Das war aber auch nicht auf mich, ne? Kollegen. Keine Ahnung, der hat einfach das Echo geöffnet. Ja, ging von alleine. Eigentlich transportiere ich so ein Zeug nicht. Ja, ich kann nicht. Nee, aber müsste ja. Ja, das ist. Bring mir das Zeug und es gehört dir. Okay, gut. Wir treffen uns wie immer an der 39. West. 39. West. Merkt ihr das? Hazi, 39. West. Okay, das ist eben klar. Boah, was ist denn hier? Dann hat Loot weggeklaut. Hm. Ihr seid die Liebe. Doch. Wieso? Der
Grad Weil wir gerade im Echo drin sind. So einmal aus der Echo-Zone raus. Das war's, liebe Freunde, wir sind hier durch. Wer ist hier nicht? Ihr seid beide 10. Da, Tür. Kleine Stück. Auch 10. Hier hinten ist doch irgendwas. Du zeigst doch noch was an. Hier muss ja noch irgendwas sein. Oh, nur wenn du hier reingehst, kommst du nur diese scheiß Echo-Zone. Ist doch kacke. Nee, doch nicht. Erfasse ein Echo in der Nähe. Muss doch irgendwas hier noch sein. Erfasse ein Echo in der Nähe. Wie, noch eins? Nee, das ist das. So. Ein abspielbares Echo. Den nicht mehr? Das zeigt mir doch hier an. Ja, vielleicht können wir auf dem Dach noch was. Ne, hört jetzt nicht. Das kann nicht sein. Weil auf dem Dach, dann wäre ja ein Fall nach oben. Geht auf jeden Fall, wenn du runter gehst, hier nochmal durch eine Tür und einen Nebeneingang. Da kannst du auch nochmal hoch. Ah, vielleicht ist es da oben. Boah, hä? Das ist selber in grün, oder bin ich jetzt doof? Ne, jetzt sind wir ein Stockwerk hoch, wo wir, das ist das Echo hier. Hä? Das ist derselbe Raum wie eben. Das ist das Geisterhaus, wir verwirren uns. Wir verwirren uns? Also irgendwo muss ja diese Kiste sein. Unten drunter vielleicht, warte mal, ich geh mal runter. Ja, dann wäre doch eigentlich, dann wird es doch kleiner, ne? Ja, sag ich doch. Auf jeden Fall ist hier was. Ah, eine Lootkiste. Cool. Was krieg ich denn hier? Eine M870. Wieder so eine Scheiß. Schrotflinte. Wir brauchen so einen Kack. Weiß nicht. Eine blaue Schrotflinte. Toll. Vielleicht brauchst du es ja. Weg damit. So, Lootkiste. Ich hab auch eine M870 gekriegt. Hey, das ist 416. Das ist ja nur eine scheiß Rot. Hab ich doch gesagt. Oh, ey, schon wieder schwarz. Aber wer baut denn so ein Haus? Geht eine Treppe nach unten und da ist ein Raum. Hä? Ah, ein Kellerraum. Heizung. Ja, aber sonst nix. Nee. Ich verstehe die Scheiße ja nicht. Ich auch nicht. Macht nichts aus. Ist doch egal, wir gehen's weiter. Wieso ist denn, zeigt denn das mir hier Lootkisten an, aber ist nix, ey, ich dreh durch. Und die zeigt's mir auch auf dem Stockwerk an. Hundertprozentig, weil wenn ich weiter runter gehe, werden die ja kleiner. Hier. Das sind bestimmt die hier sind. Das sind bestimmt die zwei Schränke hier. Aktives Echo-Signal geortet. Denke ich mir mal. Die da oben sind, das werden auch die Schränke sein, denke ich mal, nur die dürfen wir noch nicht benutzen oder so ähnlich. Aber keine Ahnung. So, okay, was ist denn jetzt mit der Mission, die wir gerade hatten, da hinten, oder? Hier? Ach, nee. Das hier, was? Ja, hier. Ich hab mal markiert. Okay. Dann machen wir erstmal die weiter, natürlich, ne? Boah, raus aus dem Haus, das macht mich fertig. Geisterhaus. Ja, Häuser sind immer so ein Ding für sich. In der Geisterhaus. Wie bereicht es um? Ah, wir sind schon da. Mhm. Das ist bestimmt schwer. Nee, die Hauma, sagt sie. Hier ist was. Ich muss gerade mal ein Tier töten. Echo. Du vergisst nicht, das Echo einzusammeln. Ich gehe. Einheit 4, Einheit 4. Wir brauchen euch in der Basis. Schnell. Roger, sind unterwegs. Wir rücken ab. Oh ja. Ah, hier im Auto. Hey, bring doch ein paar Töpfe mit. Wer? Halt die Klappe. Hier geht es nicht. Garden Nordbahnhof am Ausgang 8. Straße. Wir treffen uns dort. Okay. Nee, mir ist nicht. Okay. Schau mal, die fahren ja mit dem Müllauto rum und clean die ganze Stadt. Deswegen Cleaner. Mhm. Mhm. Naja. Okay. Eigentlich sind sie ja voll nett. Dann weiter zu Teil 3, würde ich sagen. Ja, wo ist das denn? Ja, ist schon ausgewählt. Ist doch schon. Nee, bei mir nicht. Doch. Ja, auch 30. 75 Meter. Jetzt. Geht doch. Jetzt. Das wird uns ja.
halten die denn jetzt so viel aus? Naja, die steigen auch mit dem Level. Und weil wir ja auch, hier, wir sind ja in einem Bereich von Level 5 bis Level 9. Wo wir vorher im Bereich von Level 3 bis Level 5 waren. Da steht noch eine ganze Horde. Wo? Ach doch, da ist ein Level fertig. Eine ganze Horde würde ich nicht sagen. Der ist echt gut. Jo. Das klingt so, als wären wir hier gewesen. Ich glaube, wir sind falsch. Kadaverkörper liegen hier rum. Ich glaube, wir falsch. Hier lang. Falsch. Macht nichts, haben wir auf jeden Fall weggekriegt, die Jungs. Ich glaube auch wieder XP, ne? Nehmen, was man kriegt. Eben. Richtig. Gibt es hier nicht irgendwie ein Haus, wo man durchgehen kann? Nein, man muss natürlich außen rumlatschen komplett. Ja, wir müssen in die U-Bahn-Station. Das ist voll geil. Echt? Erfasse ein Echo in der Nähe. Oh. Echo. Ich mach mal ganz kurz den Scanner. Das ist nämlich die U-Bahn-Dings, was ich gesucht habe vorhin. Ja. Bisschen Echo. Rivano? Aktivier mal. Lasst mich! Ihr habt, was ihr wolltet! Ja, und wir brauchen auch einen Arzt. Ich bin kein Arzt! Ich bin verdammter Pfleger! Ach, guck mal hier vorne. Bis hier vor geht das. Ja, das ist die Verfolgung, wo der langgelatscht ist, dieser... Michael, du Freund. Wir werden ihn ins Dorf bringen. Wir haben ihn! Er kommt hoch! Okay, bringt ihn rüber! Kommt schon! Okay... Aber wir sollten mal ganz kurz hier unten bleiben. Ja. Weil? Weil ich ganz genau weiß, dass hier unten die Typen rumgerannt sind. Das gibt's doch gar nicht. Nee, die tauchen doch immer random auf. Random. Das sind genauso die oben auftauchen. Die tauchen random auf. Komm nicht. Hier ist alles ruhig. Ja. Geh mal wieder zum nächsten. U-Bahn-Station gibt es. Aktives Echo-Signal geortet. Ja. Sand am Meer. La. Und hoch. Geht der schon wieder an. Ey, das sind Fahrräder. Ich will Fahrrad fahren. In deinem Zustand. Ach, ernsthaft, jetzt sind die schon wieder. Ach komm, die lass ich jetzt stehen, ey. Was, wo, wer? Nix. Bereich durchsuchen. Welchen denn? Den hier. Das ist aber eine Menge. Oh shit, hier drin. Zeit für sie zu sterben. Lass sie nicht entkommen. Ja. Der wird da wohl jemand auf uns warten. Das wird dann das Ziel sein. Denke ich mal so. Der himmelt ordentlich um das Geschütz. Das ist gut. Er macht ordentlich. Ach. Ja. Da ist so ein Sack festgesetzt. Ah, der ist noch fest weggesetzt. Achtung von hinten. Alter. Nö. Die Cleaner kommen. Aua! Oh, Alter, warum helft ihr mir nicht? Ich war schon am Dingsen. Schießen. Nur auf dem anderen. Guckt ihr mir zu, wie ich hier geschlagen werde? Ich hab auf dem anderen geballert. Kommen von beiden Seiten, die Jungs.
Alter, das gibt's doch nicht. Wo denn geht's schon wieder? Andere Seite wieder. Boah, einer mit Flammenwerfer. Boah. Jetzt ab. Was ist das jetzt? Nö, war es immer noch nicht. Muss ich echt hier rüber rennen, oder? Na, hier ist noch einer. Box ihn, hau ihn, töte ihn. Kratz ihm die Augen. Tja, hinüber. Boah, immer noch mehr. Einige Menschen werden von Cleaners bedroht. Sie müssen einschreiten. Ich werde in der Zwischenzeit kreative Visualisierung als Form der Fernunterstützung praktizieren. Boah, alle Eltern. Mann, Mann, Mann. Deckung, Deckung, Deckung. Nee, war nur Deckung. Die Pistole ist gut. Boah. Den haben wir rausgebrannt, Alter. Richtig geil. Mehr hier. Loot. So, das Blas, oder? Erstmal, ja. So, jetzt haben wir aber alle. Na, ja, ich würde doch sagen, dann kann der Onkel den Pater benden. Ich muss erstmal den Loot noch einsammeln. Der darf er nicht. Ich würde das Ding jetzt beenden, weil da hinten ist doch Ende. Mhm. Hier. Stand ja da. Lalala, finden. Wie ist denn der Typ jetzt? Name vergessen. Warne? Du Fram. Jeder vielleicht? Nee, hier drin nicht. Nee, ne? Muss aber hier irgendwo in der Nähe sein. Hier, oder? Hier. Wie? Oh. Hier, ich hab'n. Bist du doch hier? Denke ich mal, hier ist ein Blut an der Tür. Ja, hau mal rein. Oh, Gott sei Dank. Die Jungs sind wegen dem hier voll durchgedreht. Ich wusste, Kendall würde jemanden schicken, um mich rauszuholen. Ich soll ihn was. Gut zu wissen, dass Michael überlebt hat. Unkraut vergeht nicht, oder? Ihre Freundin Lau sagt, sie schickt ihm eine Eskorte. Das ist gut, denn wir müssen ihn jetzt im Auge behalten. Bitten Sie nur nicht mich darum. Ich will nicht mal ansatzweise in seiner Nähe sein. Brauchst nicht hingehen, da ist nichts. Den mögen sie ja gleich ganz toll. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, sind wir schon wieder vorbei. Sind wir schon wieder am Ende mit dem Part heute. Immer das? Ein actiongeladener Part. Ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Und schon wieder fein. Leck mich doch am Arsch. Ja, tschu.